Das Pfarrbüro im niederbayerischen Künzing. Hier hat Pfarrer Alfred Binder seinen ersten Krimi geschrieben. Requiem Aeternam, ewige Ruhe, ist aber nicht sein erstes Buch. Sein Erstwerk ist eine Geschichtensammlung über sein Leben mit seinem 5-jährigen Hund Ludwig. Jetzt also ein Krimi. Es geht um einen Prälaten, der im Ruhestand lebt, sich auf Kur in Niederbayern befindet, in einem der großen berühmten Kurorte und zufällig in einen Mordfall hinein verwickelt wird, der ihn auf seine ganz eigene Art plötzlich mit seinem eigenen Leben, auch mit seiner Vergangenheit, auch mit der ihm noch bleibenden Zukunft, kurz mit der Frage der Zeit konfrontiert. Was ist Zeit? Sie verläuft, sie verrinnt. Und der Herr ist über 80, um 18 natürlich, angesichts eines Todesfalls, auch Gedanken über sein eigenes Leben und über seine eigene Lebenszeit. Die Gedanken und die komplette Geschichte hatte er schon vor dem Schreiben in seinem Kopf. Er musste sie dann nur noch niederschreiben. Und das ging dann schnell, in den Faschingsferien. Aspekte aus seinem eigenen Leben hat er dabei einfließen lassen. Weil der verstorbene Prälat Bruckner und ich vielleicht sehr ähnliche Interessen und Erlebnisse gehabt haben. Prälat Bruckner war über Jahre hinweg Anstaltsgeistlicher in einer großen Strafanstalt. Ich bin vor Jahren alle 4 Wochen nach Straubing in die Justizvollzugsanstalt gefahren, habe also auch dort ähnliche Erfahrungen gesammelt, in den Gesprächen mit Angehörigen, in den Gesprächen mit Insassen. Also ich habe durchaus einige Katastrophen menschlichen Lebens, die auch mit Mord und Tod verbunden sind, schon mitbekommen. Dann natürlich meine niederbayerische Art, ich esse gern. Und das Schlimmste, was man einem solchen Typen wie mir antun kann, ist, wenn er auf Diät gesetzt wird. Und diese Erfahrung teile ich mit dem Herrn Prälat Bruckner. Es gibt nichts Schlimmeres als fasten müssen. Ja, auch natürlich das Interesse für Kunst verbindet uns sehr. Architektur, Malerei, die Freude an Italien, die Liebe zum Espresso. Das sind alles natürlich Parallelen, die für manchen vielleicht ganz klar auf der Hand liegen. Das muss ein Teil vom Pfarrer Binder sein. Neben den beiden Werken »Mein Leben mit Ludwig« und »Requiem Aeternam« können sich die Leser jetzt auf weitere Bücher freuen. Momentan ist schon beim Verlag in Arbeit ein Historienroman, der im Jahr 79 nach Christus beim Vesuvausbruch in Neapel, in Pompeji spielt. Und dann rechtzeitig zu Weihnachten kann ich allen Ludwig-Freunden sagen, kommt der 2. Band. Immer heiter, mit Ludwig geht's weiter, kommt der 2. Band heraus. Für den Pfarrer ist das Schreiben ein guter Ausgleich und ein Eintauchen in eine andere Welt, um wieder Kraft zu tanken für seine Aufgaben als Seelsorger. Zumindest bis jetzt. Ob ich beim Buchschreiben bleibe, das kann ich nicht sagen. Es hängt davon ab, was Ludwig in Zukunft noch alles einfällt, ob es einen Ludwig 3 gibt. Das hängt davon ab, ob mich irgendwann vielleicht der Rappe wieder packt. Und dann gibt es vielleicht noch ein weiteres Buch. Einen Krimi, wer weiß, einen Historienroman. Möglich ist alles. Und sicher ist, seine Bücher kommen gut an. Die erste Auflage von Requiem Aeternam ist schon fast komplett verkauft. Und an Geschichten wird es Pfarrer Alfred Binder mit seinem quirligen Ludwig auch in Zukunft nicht mangeln.